Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres IST Karriere Talks. Wir haben heute wieder eine spannende Interviewgäste für euch und zwar sprechen wir heute zum einen mit Bjarne Steinhaus. Bjarne ist Geschäftsführer der TSV Bayer Dormagen Handball GmbH und er ist Geschäftsführer der Scope Connect GmbH. Und wir sprechen heute mit Lara Ludwig. Sie wird heute unsere Ansprechpartnerin von der IST-Hochschule sein. Und wir sprechen mit den beiden, weil sowohl TSV Bayer Dormagen als auch die Scope Connect GmbH spannende duale Stellen anzubieten haben im Bereich Handball. 5 Stellen sogar. Bachelor, Master, alles ist möglich. Der Zeitpunkt kann jetzt sofort sein, kann aber auch im Oktober sein oder irgendwas zwischendrin. Und da werden wir jetzt mit den beiden sprechen. Ich lade zuerst mal den Bjarne ein und dann holen wir noch die Lara mit dazu. Hallo Bjarne. Moin, hi. Ich höre dich sehr gut, ich sehe dich auch sehr gut. Ich hoffe es gleich bei dir. Absolut. Perfekt. Eins hat schon mal geklappt, dann hole ich jetzt noch die Lara mit dazu. Da ist Lara. Hi, grüß dich. Hi. Lara, siehst du und hörst du uns auch? Ja, das tue ich. Ihr mich auch? Einwandfrei. Super. Perfekt, dann danke ich euch beiden. Ich habe euch gerade schon mal ein kleines bisschen angeteasert, über was wir heute sprechen. Spannende Stellen, spannende duale Stellen im Bereich Handball. Und freue mich auf den Talk heute und würde sagen, vielleicht Bjarne, kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und wo arbeitest du? Genau, ja, danke dir. Ich bin Bjarne, komme gebürtig aus der Nähe von Bonn. Bin tatsächlich Handballer durch und durch. Also meine Eltern haben mir keine andere Wahl gelassen. Beide auch vom ganzen Herzen Handballer. Hab dann nach meinem Abitur bei meinem Heimatverein der HSG Siebengebirge ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Sportbereich halt auch. Hab da schon erste Einblicke in Vermarktung und Pressebereich der HSG bekommen und wollte danach eigentlich immer an die SPO, hatte mich damals leider verletzt, wollte ursprünglich Sport studieren, habe dann mich für ein duales BWL-Studium bei der Telekom entschieden damals. Habe dann 3 Jahre dual BWL studiert in Bonn, bin so ein bisschen in die freie Wirtschaft dann eben gekommen, war danach nochmal bei einer Unternehmensberatung in Düsseldorf und hatte dann zum letzten Jahr das Angebot, Geschäftsführer zu werden bei der HSG Siebengebirge, meinem Heimatverein eben. Bin da schon in diese Sportmanagement-Schiene reingerutscht, habe da direkt super viel Spaß bei gehabt und dann jetzt kam im Oktober die Anfrage aus Dormagen und bin jetzt da seit 1.1. Geschäftsführer. Wir sind, also das ist jetzt eine GmbH, wir sind der Zweitliga-Handballverein aus Dormagen mit einer Jugendabteilung darunter, die tatsächlich deutschlandweit zu den Top 3 Jugendabteilungen gehört. Krass. Und haben jetzt auch im Februar haben wir es veröffentlicht, Scope Connect, das ist tatsächlich eine Vermarktungsinitiative, so in der Art tatsächlich auch ganz außergewöhnlich für den Handball. Wir haben uns mit 3 Vereinen, eben mein Heimatverein, dann der TSV Bayer Dormagen eben und der Bergische HC, der Erstligaverein, haben uns zusammengeschlossen und aus vermarktungstechnischer Perspektive eine Dachmarke gegründet und vermarkten jetzt quasi unter dieser Dachmarke die 3 Vereine hier in der Region. Wir haben die Rhein-Ruhr-Region für uns definiert und versuchen jetzt mit neuen Konzepten die Unternehmen der Region mit auf den Weg zu nehmen, die Leute der Region mit auf den Weg zu nehmen und einfach mal Dinge neu machen und andere Arten der Vermarktung angehen. Cool. Das ist so. Klingt sehr, sehr spannend. Und diese Vermarktung der 3 Vereine, das läuft dann über die Scope Connect GmbH. Ist das richtig, ja? Exakt, genau. Das ist die losgelöste Initiative, also eine eigenständige GmbH auch, wo wir quasi, also wo wir zu dritt drin sind als Geschäftsführer und Gesellschafter. Und wir haben es auch so gemacht, dass aus den 3 Vereinen jeweils ein Geschäftsführer eben in der Scope Connect GmbH als Geschäftsführer agiert, um eben da halt auch immer alle 3 Vereine zu vereinen.
Ergibt Sinn, ja, auf jeden Fall. So, und ihr sucht jetzt Verstärkung für die TSV Bayer Dortmund-Magen GmbH und eben für die Scope Connect GmbH. Über die Stellen selber werden wir gleich sprechen. Zunächst einmal, Lara, vielleicht kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen. Wir haben schon das ein oder andere Interview zusammen gemacht, aber für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Wo arbeitest du und was macht die IST-Hochschule eigentlich? Ja, danke dir erstmal. Ich bin Lara, ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren bei der IST. Die IST ist zum einen Hochschule und Studieninstitut, das heißt, wir haben zum einen duale Studiengänge, aber auch Vollzeit- und Teilzeitstudiengänge und haben im Studieninstitut noch berufsbegleitende Weiterbildung, die wir auch anbieten in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch im Sport- und Managementbereich. Ich persönlich bin im Vertrieb und Marketing tätig bei der IST und dann im Fachbereich Sport und Management. Das heißt, ich bin vor allem für die dualen Studenten und für die dualen Arbeitgeber auch zuständig, sind dort auch immer Ansprechpartner, versuchen dort natürlich auch immer neue Arbeitgeber zu akquirieren, für das duale Studium zu überzeugen, um da halt auch die Interessenten ja, unterzubringen, sozusagen bei coolen Arbeitgebern im Sport. Cool. Und den Bjarne hast du auf jeden Fall überzeugt. Deswegen lass uns doch gerne mal, Bjarne, jetzt über die Stellen sprechen. Vielleicht fangen wir mal an mit der Stelle beim TSV Bayer Dormagen. Da bietet ihr einen dualen Master im Bereich Sport-Business-Management an. Kannst du uns ein bisschen was zu den Aufgabeninhalten und zu der Stelle erzählen? Ja, also erstmal zum, warum wir überhaupt suchen. Gerne, ja. Wir merken jetzt aktuell, also gerade in der zweiten Handball-Bundesliga, ist es echt der Professionalisierungsgrad extrem gestiegen in den letzten Jahren. Dementsprechend, gerade was Partnerbetreuung angeht, ja, brauchen wir da einfach extrem viel Unterstützung. Die Anforderungen steigen da stetig und genau deshalb suchen wir jemanden, der auch schon gewisse Erfahrungen hat, also jemand, der erste Berufserfahrung gesammelt hat, der ein Studium schon absolviert hat, vielleicht ein paar Praktika gemacht hat, der in den ganzen Bereichen ja, bei der Neuakquise mit unterstützt, der bei der Bestandspflege mit unterstützt, wir planen jetzt auch konkrete Events für unsere Sponsoren, um einfach nur ein bisschen den Eventcharakter hochzufahren und auch ja, die Mehrwerte zu forcieren der Unternehmen. Also da dieser ganze Prozess des ja, Sponsoring-Lifecycles, nenne ich es jetzt einfach mal, soll da unterstützt werden. Untersuchen wir jemanden, der das ganze Thema Vermarktung schon irgendwie aus der Theorie und der Praxis kennt und auch ja, da Lust hat, weiter sich zu spezialisieren, weiter Einblicke zu bekommen und mit einem Team hier, also haben ein großes Team in der Geschäftsstelle, der da weiter unterstützt, der eng zusammenarbeitet, auch mit dem Bereich Kommunikation, Social Media. Ja, das sind so die ersten Einblicke Wenn du da. sagst Berufserfahrung, meinst du wahrscheinlich in erster Linie praktische Erfahrung, ja? Also in Form eines Praktikums, eines dualen Bachelorstudiums vielleicht oder auch mal eine Werkstudententätigkeit, oder? Genau, sowas in die Richtung, ja, genau. Also da erste Erfahrungen mit der Erstellung von Unterlagen, mit vielleicht auch direkten Kundenkontakt, mit Pitches bei den Unternehmen oder sowas, also so in die Richtung. Okay, super. Der ein oder andere hat auch, kriege ich immer wieder mit, bei seinem eigenen Verein arbeitet ein bisschen mal im Sponsoring mit und hilft hier und da. Ist das auch schon hilfreich? Ja, also ich glaube, das wäre jemand, der ja schon dann konkrete Erfahrungen genau in dem Bereich hat. Das sind ja, also es gibt es bei vielen Vereinen, dass einfach mal ein Spieler oder irgendein Ehrenamtler sagt, hey, ich habe einfach mal Bock, dem Verein was Gutes zu tun. Wir brauchen vielleicht einen neuen Trikotsatz oder sonst was. Klar, also solche Erfahrungen natürlich super gerne, weil das natürlich dann auch schon direkt in dem Bereich ist. Ja. Absolut. So, und dann habt ihr bei der Scope Connect GmbH einige duale Stellen. Das heißt, duales Studium, Sport Business Management, entweder Bachelor oder Master im Bereich Clubbetreuung, im Be Bereich Strategy and Sales, im Bereich Marketing und im Bereich Social Media. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie da jeweils die Aufgabeninhalte sind und wie da die Stellen sich unterscheiden voneinander. Ja. Ja, wir können einfach mal geordnet durchgehen. Also im Marketing in dem Bereich, da geht es tatsächlich dann darum, unterstützend tätig zu sein im Bereich der ja, Marketingstrategien für die Unternehmen, die wir eben mit auf den Weg nehmen. Da konkret in die Umsetzung zu gehen, zu sagen, hey, der
Sponsor hat die und die Anforderungen, der möchte vielleicht Mitarbeiter über uns akquirieren, der möchte Sichtbarkeiten generieren über uns. Also es gibt ja immer verschiedene Anforderungen von Sponsor zu Sponsor, warum man ja, Sportmarketing macht, warum man die Handballvereine als Plattform nimmt, um sich eben zu vermarkten. Und genau, das ist eben der Bereich des Marketings, also da eben diese ganz unterstützende Tätigkeit und Planungstätigkeit in dem Bereich. Dann in dem Bereich der Clubbetreuung. Wir sind gerade dabei zu pilotieren, eine Art ja, Recruiting-Kooperation, Recruiting-Events und wollen da einmal ganz eng in der Kooperation mit den Vereinen sein. Wir haben ein extremes Potenzial in den Jugendabteilungen der Vereine. Junge Leute, die Perspektiven suchen, die neben dem Handball, anders als im Fußball, das ist ja so, dass Handballer sich auch leider Gedanken machen müssen über eine Karriere nach der Karriere, Gedanken machen müssen, was passiert, wenn ich mich mal verletze oder sonst was, weil ja, nur ganz wenige Handballer der Welt können nach der Karriere von den verdienten Gehältern über die Jahre hinweg wirklich davon auch leben. Und auch ja, deshalb sind wir da ganz eng dran an den Jugendmannschaften und wollen halt in dem Bereich der Clubbetreuung auch mit Schulkooperationen jungen Leuten einfach eine Perspektive bieten durch gezielte Konzepte, die mit den Unternehmen der Region zusammenbringen. Wir wollen Unternehmen auch dafür sensibilisieren, den Profisport zu unterstützen, vielleicht sogar ja, individuelle Ausbildungskonzepte, individuelle ja, Karrierekonzepte auf den Profibereich abgestimmt sogar zu machen. Also das ist so dieser Bereich Clubbetreuung. Social Media erklärt sich, glaube ich, von selber, ist eine sehr hohe Schnittmenge eben mit dem Marketing. Da einfach die Unterstützung ja, digitalen Raum. Und wenn es in den Bereich Strategy und Sales geht, da geht es dann wirklich um Unternehmensauslegung, da geht es um explizite Partnerauswahl und den ganzen Bereich Business Development. Also da eher so eine vertriebliche Komponente. Okay, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und es klingt für mich auch, und was ich persönlich immer wichtig finde, vor allem wenn man in jungen Jahren nach Jobs umschaut, im Praktikum, duales Studium etc., finde ich das immer wichtig, dass man auch Sachen lernt, dass man in einem vielleicht kleineren Team ist, wo man aber auch anpacken muss und dadurch eine unglaublich steile Lernkurve bekommt. Und wenn ich das anhöre, was du so erzählst, dann klingt das ein Stück weit so, oder? Ja, genau. Und also ich habe ja selber die Erfahrung damals gesammelt in einem dualen Studium. Für mich ist dieser Hebel im dualen Studium einfach extrem gegeben. Du hast direkt die Erfahrung in der Theorie und kannst es sofort in der Praxis anwenden und dann sogar Best Case in einem Bereich, der dir sogar noch Spaß macht. Also ich hätte damals echt davon geträumt, hätte mir damals jemand, bevor ich dann bei der Telekom unterschrieben habe, gesagt, hey, es gibt die Möglichkeit, das direkt im Sportbereich zu machen, hätte ich gedacht, was Besseres kann mir gar nicht passieren. So, und ja, deshalb, wir suchen auch wirklich ja, explizit Leute, die sagen, ich habe vielleicht sogar schon Handball selber gespielt, ich mag den Handball einfach super gerne oder ich bin generell sportbegeistert. Also wir sind auch offen für Leute, die sagen, ich komme jetzt nicht direkt aus dem Handball, sondern bin vielleicht Fußballer, aber finde den Handball so interessant. Ja, also Das wäre tatsächlich eine Frage, die wäre später noch gewesen, aber die hast du jetzt schon beantwortet. Man nimmt dir das auf jeden Fall ab, dass du selber auch Bock auf die Stellen gehabt hättest, weil man merkt, mit welcher Begeisterung du darüber sprichst. Was mich noch interessieren würde, und vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen Zuhörenden, wie unterscheidet sich jetzt die Arbeit und vielleicht auch das Büro oder Office jetzt vom TSV Bayer Dormagen und Scope Connect GmbH? Sitzen die alle beisammen oder sind es unterschiedliche Betriebsstätten? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also tatsächlich sind das zwei unterschiedliche Standorte, aber mit zunehmendem Wachstum werden beide Bereiche auch immer mehr zusammengehen. Also Scope Connect beheimatet ja Dormagen, den BAC und die HSG Siebengebirge quasi als Dachmarke, habe ich ja gerade eben schon mal aufgeführt. Da ist es so, dass wir die Geschäftsstelle in Solingen haben, in den Räumlichkeiten des Bergischen HCs. Und in Dormagen haben wir die Geschäftsstelle beim TSV Bayer Dormagen eben, direkt am großen Leistungszentrum da. Und genau, also das ist vor Ort eben. In Dormagen selbst haben wir ein Team, was da im Hintergrund auch arbeitet, wo man eben direkt an der Zusammenarbeit wäre. Bei Scope Connect sind wir eben gerade dabei,
mit diesen drei Vereinen dieses Team aufzubauen gerade und wollen halt da auch das auf die Vereine abstimmen. Also man wird da sehr, sehr eng in der Kooperation mit allen drei Vereinen eben sein. Cool. Also man ist quasi auch von Anfang an dabei von dem, was ihr da gerade aufbaut, ist natürlich auch Genau. immer spannend und bietet wahrscheinlich Entwicklungsmöglichkeiten. Vor allem Genau gesagt, das, ja. ja. Das ist auch das Ziel. Also wir sind da gerade wirklich in den Kinderschuhen. Das Ziel ist es, da jetzt über die nächsten Jahre hinweg was aufzubauen, was eben allen drei Vereinen zugutekommt, wo alle drei Vereine auch profitieren werden durch und wo alle drei Vereine halt auch ihre Partner mit teilhaben lassen können. So und dementsprechend, also wer weiß, wie das in 2, 3 Jahren aussieht. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Die ersten Gespräche laufen schon super gut. Also bis jetzt gab es tatsächlich noch überhaupt kein negatives Feedback, weil an sich gibt es ist das für alle Seiten auch positiv, sowohl die Unternehmen als auch die Vereine, als auch eben die Mitarbeiter profitieren da extrem durch. Ist so dieser Blick da drauf und wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht, so wenn jetzt jemand von Anfang an dabei ist, kann man sich da schon irgendwie in eine Richtung entwickeln, dass man nach dem Studium vielleicht über eine Festanstellung redet. Sehr, sehr stark. Björn, noch eine letzte Frage, bevor wir da auch mal zu Lara kommen. Du hast gesagt, du hast selber auch dual studiert. Das heißt, du kannst dich wahrscheinlich ziemlich gut dann auch in einen dualen Studenten oder einer dualen Studentin reinversetzen, was es bedeutet, gleichzeitig zu arbeiten und natürlich eben auch zu studieren. Das kommt wahrscheinlich den dualen Studenten dann schon auch entgegen, dass du dann dementsprechend auch ja, flexibel bist, wenn es darum geht, dass eben dann eben auch das durchaus auch mal gelernt werden muss und eben auch Prüfungen geschrieben werden, oder? Also was ich damals gemerkt habe, bei der Telekom ist halt wirklich ein Großkonzern. Da war es so, dass wir direkt, also es gab verschiedene Praxisphasen, die waren auch immer dann separat zu den Theoriephasen. Es war immer so, man hatte einen Monat eine Theoriephase und danach ging es dann in die Praxisphase und am Ende der Praxisphase wurde die Prüfung geschrieben zur Theoriephase. Ich denke mal, Lara wird uns da gleich nochmal genaueren Einblick geben. Was mir da sehr bei geholfen hat, war, dass ich von Anfang an vom Unternehmen an die Hand genommen wurde, was das ganze Thema Zeitmanagement angeht. Also setzt schon mal voraus, dass man gut strukturiert ist, ein gutes Zeitmanagement an sich hat und ja, einfach diese zwei Komponenten, Theorie und Praxis, gut aufeinander abstimmt. Wenn das gelingt, und ich glaube, da sind wir sowohl bei Dormagen als auch bei Scope Connect extrem sensibilisiert für als Geschäftsführer, weil wir es eben halt auch selber erlebt haben. Ja, wenn das gelingt, ist es eine sehr, sehr hohe Chance, eben direkt die Inhalte, die man in der Theorie lernt, auch wirklich anzuwenden und da sich für die Zukunft extrem gut vorzubereiten. Super, das klingt sehr, sehr gut. Lara, erzähl doch jetzt mal, Piana hat gerade ein bisschen was von einem Studium früher erzählt, bei der IST läuft das ein kleines bisschen anders ab. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zu dem dualen bei der IST erzählen und wie das so aufgebaut ist. Ja, gerne. Also ja, wie du schon gesagt hast, ist es ein bisschen anders aufgebaut. Der Vorteil ist einfach bei diese hohe, die der Arbeitgeber, aber auch die Studierenden haben, dadurch, dass sie wirklich wo und wann sie wollen lernen können, durch unsere digitalen Inhalte. Das heißt, es ist als Fernstudium aufgebaut. Die Studierenden haben einen Online-Campus, wo alle Lernorte zu finden sind. Zusätzlich bekommen sie aber auch nochmal die Studienhefte nach Hause geschickt zu jedem Modul. Ergänzend neben den Studienheften gibt es die Online-Vorlesungen, wo auch nochmal ja, spezifische Themen nochmal erläutert werden, ein bisschen anschaulich erstellt werden. Daneben gibt es dann noch die Online-Tutorien. Die Online-Tutorien, die sind live zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da können die Studierenden dann ja, live dabei sein, Kommilitonen kennenlernen, Dozenten kennenlernen, Fragen stellen, mitarbeiten. All das. Falls sie aber beispielsweise mal nicht können, weil sie beispielsweise mal Handwerk haben oder mal ja, oder einen wichtigen Termin auf der Arbeit haben, dann können sie sich auch immer noch die Aufzeichnung angucken. Das heißt, diese ganzen Lernorte sind komplett flexibel. Wie der Bjarne schon sagte, das erfordert natürlich auch ein gewisses Selbstmanagement und Selbstdisziplin, ja, sich auch immer ja, die Zeiten zu setzen. Aber ergänzend dazu gibt es dann noch vereinzelt Seminare zu den Modulen. Das heißt, da ist es so, dass die Studierenden sich
selbstständig zu den Seminaren anmelden können, zu den verschiedenen Terminen. Da gibt es Präsenzseminare, die bei uns in Düsseldorf auch stattfinden. Oder es gibt auch Online-Seminare, die sind aber nicht verpflichtend, aber natürlich vor allem, um auch die Kommilitonen besser kennenzulernen, die Dozenten und das einfach mehr an Beispielen auch nochmal zu lernen, ist es ja auf jeden Fall sinnvoll, die Seminare zu besuchen. Und ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt gerade für die dualen Studierenden ist, dass die Prüfungen ja zum einen in Präsenz, aber auch online geschrieben werden können. Präsenz an unseren verschiedenen Standorten. Ich denke, dass bei den Stellen auf jeden Fall Düsseldorf der nächste Standort ist, aber auch online geschrieben werden können und jeden Monat. Das heißt, es gibt jeden Monat einen Präsenztermin und einen Online-Termin, sodass die Studierenden nicht ja, eine Klausurenphase innerhalb von 2 Wochen irgendwie alle Klausuren schreiben müssen, was ja gerade mit der Arbeitsbelastung so gut wie unmöglich ist, sondern wirklich auch von Modul zu Modul gehen können und wirklich mit einem Modul starten können, dort die Prüfung schreiben und sich dann auf das nächste Modul zu konzentrieren. Genau, also das ist, meine ich, mit dieser Flexibilität, die die Studierenden haben und dementsprechend dann aber auch der Arbeitgeber, was die Einsetzung der dualen Studenten angeht. Absolut. Vor allem Thema Flexibilität, glaube ich. Bjarne hat es ja vorhin gesagt. Bei ihm war es damals so, dass er dann irgendwie einen Monat im Unternehmen war, einen Monat bei der Hochschule. Ich glaube, viele kennen dieses duale Modell. Aber ich glaube, das duale Modell, was ihr eben bei der IST-Hochschule habt, ist deutlich flexibler und dadurch eine Win-Win-Situation sowohl für den dualen Studenten als auch aber auch für den Arbeitgeber. Ja? Weil gerade wenn man jetzt mal im Vereinswesen bleibt, ist es nun mal eben nicht so, dass der Verein dann eben mal einen Monat nicht spielt und im nächsten Monat dann doch, sondern optimalerweise ist man dann eben auch bei den Spielen da, hat vielleicht gerade ein Projekt begonnen, was man auch gerne zu Ende führen will. Und gerade jetzt auch bei der Scope Connect GmbH, wenn man gerade am Beginn etwas Neuem ist. Und man möchte gerne den dualen Studenten auch eigene Aufgaben mitgeben, weiß aber, dass der duale Student alle paar Wochen wieder für einige Wochen weg ist, dann ist das aus Sicht des Arbeitgebers gar nicht machbar, oder sehr, sehr schwer zumindest. Und das ist dann am Ende für den dualen Studenten auch wieder blöd. Und ich glaube, das ist an eurem Modell besonders cool und kommt am Ende dann allen auch entgegen, oder? Genau, auf jeden Fall. Also es ist für Arbeitgeber und Studierenden, die haben am Anfang, ja, setzen sie sich zusammen und einigen sich sozusagen auf eine wöchentliche Stundenanzahl, die dann die Studierenden beim Arbeitgeber verbringen und sind da aber hingehend flexibel einzusetzen, sodass dann auch noch natürlich auch genug Zeit für das Studium bleibt, was sie dann halt beispielsweise in der Woche, wenn am Wochenende Ende halt der Spieltag ist und viel eingesetzt werden müssen, die Studierenden, dann kann zum Beispiel auch die Uni unter der Woche gut gemacht werden. Also da ist es wirklich komplett flexibel zu gestalten, ja, wann man sozusagen sich hinsetzt zur Uni. Und wenn man dann natürlich einen Arbeitgeber hat, wie jetzt den Bjarne beispielsweise, der selber auch mal ein duales Studium gemacht hat, dann ist das sicherlich aus Sicht des dualen Studenten nicht so verkehrt. Lara, wie würdest du sagen, so ein duales Studium ist für jeden was? Oder sagst du, es gibt vielleicht auch Leute, die eher eine andere Studiumsart wählen sollten? Ja, also ein duales Studium ist natürlich eine Doppelbelastung. Man hat natürlich das Studium und ja, den Job mit dabei, was bedeutet, dass man natürlich auch, wie gesagt, auch eine gewisse Selbstdisziplin und ein gewisses Selbstmanagement mitbringen muss. Das ist wahrscheinlich nicht für jeden etwas, wenn manche sich zum Beispiel auch nur auf das Studium konzentrieren möchten und vielleicht eher durch kleinere Praktika mehr Berufserfahrung sammeln wollen, dann würde ich eher zu der Vollzeit- oder Teilzeitvariante raten. Also wir bieten das System, was gleich ist, auch in der Vollzeit- und Teilzeitvariante an. Und auch gerade eben das Thema zum Beispiel mit Karriere nach der Karriere und Leistungssportler. Wir haben zum Beispiel auch sehr viele Leistungssportler, die bei uns studieren und dann beispielsweise in der Teilzeitvariante das Studium machen, einfach aus dem, weil sie das komplett dem Sport anpassen können.
Dementsprechend, ja, das kommt natürlich auch immer individuell darauf an, was Sie gerade vielleicht auch machen, ob Sie beispielsweise Leistungssport machen, ob Sie sich wirklich voll aufs Studium konzentrieren möchten und ja, die Berufserfahrung nebenbei, gerade im dualen Studium, vielleicht auch zu viel für manche ist, dann würde ich dann natürlich eher eine Vollzeitvariante empfehlen, aber grundsätzlich ist für jeden das duale Studium eine tolle Möglichkeit, um dort auch erstmal Fuß zu fassen im Sportbereich. Absolut, würde ich auch so unterschreiben. Gerne, wir haben vorhin schon gesprochen, wer sich quasi bewerben kann. Also ihr sucht sowohl Bacheloranden als auch Masteranden quasi. Handballer können es sein, müssen es aber nicht. Wichtig ist sportaffin. Jetzt haben wir gerade noch eine Quatsch, eine Frage unten reinbekommen. Moin zusammen, worum geht's hier? Welches Studium wo? Also, wir sprechen gerade über mehrere duale Stellen beim TSV Bayer. Uerding, nee, sorry, jetzt habe ich, bin ich Dormagen. gerade, TSV Dormagen, Entschuldigung, jetzt stand ich gerade auf dem Schlauch, oder bei der Scope Connect GmbH. Staffos, einfach weiter zuhören. Wir stellen das Interview auch im Nachgang online. Du kannst auch gern parallel auf www.jobsimsport.de dir die Anzeigen anschauen. Die sind relativ weit oben auf der Anzeige. Nochmal zurück zu Berne. Genau, wir wissen, wer sich bewerben kann. Wenn man sich also bewirbt auf eine der Stellen, wie geht's denn weiter? Wie sieht bei euch so ein Bewerbungsverlauf aus? Ja, also am Anfang geht es natürlich darum, wir sammeln erstmal alle Unterlagen. Wir haben jetzt tatsächlich im Voraus, wir haben es auch schon über Social Media, über unsere Kanäle veröffentlicht, auch schon einige Bewerbungen jetzt bekommen. Wir warten jetzt mal ab, so die nächsten ein, zwei Wochen, was da noch reinkommt. Und dann werden wir die Unterlagen uns angucken, eine erste Vorauswahl treffen, und dann in die ersten Gespräche gehen. Das erste Gespräch wird wahrscheinlich am Anfang digital stattfinden. Danach werden wir für uns eine Shortlist weiter erstellen und dann gucken, dass wir mit den entsprechenden Leuten in den Austausch kommen, auch mal persönlich uns kennenlernen und dann die nächsten Schritte einleiten. Genau, so der grobe Prozess. Also klingt auf jeden Fall relativ smart, zeitnah auch, transparent. Zum Thema Zeitpunkt vielleicht nochmal kurz. Hier kam nochmal eine Frage. Werden nur Studenten gesucht oder auch Mitarbeiter, die aus dem Sport- bzw. Handballbranche kommen, aber nicht mehr studieren? Tatsächlich, also wir sind gerade generell dabei, uns auch personell ein bisschen umzustrukturieren. Deshalb gerne jederzeit sich einfach melden. Gibt es ja, die entsprechenden Mailadressen sind ja da vermerkt. Gerne einfach mal eine kurze Mail schicken, erste Bewerbungsunterlagen, Referenzen und sowas einmal rüberschicken. Und dann ja, würden wir uns das auch entsprechend angucken. Sind da nicht abgeneigt. Alles klar, vielen Dank, gerne. Nochmal kurz zum Zeitpunkt des dualen Studiums. Ab zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist möglich, aber auch 1. Oktober, 1. Oktober mit Vorpraktikum. Also ihr seid da relativ flexibel. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, genau. Also wir sind komplett flexibel. Es ist so, dass wir jetzt aktuell merken, dass wir ja schon erste Unterstützung brauchen. Wir müssen weiter wachsen, und dementsprechend ja gerne so schnell wie möglich. Aber ja, der 1. Oktober ist also dieses Standarddatum, und dementsprechend sind wir auch dafür offen. Okay, alles klar. Dann, Piano, was natürlich für viele junge Leute immer wichtig ist, sind so ein bisschen auch ein Stück weit die Zukunftsaussichten. Wie sind denn bei euch die Möglichkeiten, angenommen, man macht jetzt einen Bachelor, im Nachgang noch bei euch einen dualen Master weiterzumachen? Oder natürlich, wenn man bei euch einen dualen Master macht, dann eben durchaus dann eben auch vielleicht in Vollzeit danach weiterzumachen, sowohl als auch bei beiden Arbeitgebern. Also wir sind da generell super offen. Am Ende wird's jetzt, werden jetzt die nächsten Monate und Jahre zeigen, wie der Wachstumspfad ist. So eine Vollzeitanstellung ist natürlich dann auch immer mit monetären Mitteln verbunden. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Wir sind gerade schon in super guten Gesprächen. Und ja, das Ziel ist jetzt einfach, sich da für die Zukunft so aufzustellen, dass wir weiter die Kapazitäten hochfahren, dass wir ja, das Wichtigste ist nachhaltig wachsen, dass wir gesund wachsen und nicht auf Pump wachsen. Dementsprechend müssen wir natürlich auch jede Einstellung von potenziellen Vollzeitkräften auch gut überlegen, weil da geht auch mal ein gewisses unternehmerisches Risiko mit. Aber wenn die Person zum Team passt, wenn die Person auch von der Ausrichtung und der Persönlichkeit passt, dann sind wir da generell offen. Also in beiden Konstrukten super offen.
Super. Ich meine, du hast ja gerade doch bei der Frage, die reinkam, schon auch mit beantwortet, ne? Wenn man gerade jetzt kein Studium mehr macht, ob man sich trotzdem bewerben kann. Also das klingt erstmal nach guten Voraussetzungen. Gute Voraussetzungen, Lara, würde mich auch von deiner Sicht aus interessieren. Wie sind denn generell die Berufschancen und die Berufsaussichten nach dem Sport Business Management Studium bei euch an der Dual, also an der IST Hochschule? Ja, also ich glaube, gerade im Sportbereich ist so der erste Schritt, erstmal in diesen Sportbereich zu kommen, der schwerste. Und ich glaube, dass das duale Studium dort einfach eine Unterstützung sein kann, schon mal die ersten Kontakte zu sammeln, die Berufserfahrung zu sammeln und so den ersten Schritt ins Sportbusiness bekommen. Oft ist es so, dass dann ja auch die nächste Tür sich öffnet und der nächste Kontakt entsteht und dementsprechend empfehle ich jedem, ob es jetzt das duale Studium ist oder durch Werkstudententätigkeiten Berufserfahrung zu sammeln, auf jeden Fall auch wirklich im Sportbereich schon zu versuchen, ja, Berufserfahrung zu sammeln und dort die ersten Kontakte zu knüpfen. Also von unserer Seite ist einfach das Wichtigste Berufserfahrung und Kontakte im Sport. Kann ich, glaube ich, auch bestätigen, vielleicht nochmal von unserer Sicht, von der Jobbörse. Wir sind ja maximal nah an dem Jobmarkt im Sport dran. Erstmal, weil, glaube ich, was positiv ist, ist, dass die letzten Jahre, wo wir wirklich viele Krisen hatten, der Sportmarkt trotzdem sehr, sehr stabil war. Deswegen kann man da schon mal sagen, dass die Karriere im Sportbusiness erstmal auch wirklich zukunftsträchtig ist. Und dann kriegen wir das aber natürlich trotzdem auch mit von Geschäftsführern oder Personalleitern, dass man sich, vor allem wenn es um den Berufseinstieg geht, man sich bewirbt, dass da eben dann wirklich Berufserfahrung Trumpf ist. Und die sammelt man natürlich vor allem durchaus auch mit einem dualen Studium oder eben natürlich mit vielen Nebenjobs, Praktika etc. Vorteil eines dualen Studiums ist aber natürlich, dass man schon eben nicht wie bei einem Praktikum alle paar Monate dann wieder wechselt und wieder von vorne anfängt, sondern dass man eben tatsächlich einen kompletten Projekt mal von Anfang bis zum Ende durchführen kann. Und das ist natürlich dann, wenn man sich bewirbt und das in seinem Lebenslauf mit angeben kann, schon ein Trumpf und hat man durchaus bessere Chancen dann auch. Bjarne, ganz zum Schluss kommt immer bei unseren Interviews die Frage nach dem Warum. Deswegen jetzt auch nochmal an dich. Warum sollte man sich bei euch sowohl im Verein als auch bei Scope für ein duales Studium bewerben? Ja, also vielleicht nochmal gerade zu dem Punkt, den du davor gesagt hattest. Es geht auch so ein bisschen einher mit deiner Frage jetzt gerade. Ich habe tatsächlich damals, nachdem ich mich bei der Telekom umgeguckt habe, wo ich hingehen möchte, auch gemerkt, dass dieses Duale echt so ein Trumpf in der Tasche ist. Also Arbeitgeber sind da sehr begeistert von. Das war so die Rückmeldung, die ich hatte in meinen Gesprächen damals. Wenn die wirklich schon wissen, hey, der hat nicht nur 3,5, 4, vielleicht manchmal auch 5 oder 6 Jahre studiert an der SPO oder ähnliches, sondern der hat auch wirklich schon dann 3 Jahre im Betrieb gearbeitet. Das ist am Ende immer ja eine gewisse Bescheinigung dafür. Der hat schon der hat schon gewisse Berufserfahrung, der weiß, was er macht, der hat auch schon in diesem Unternehmenskontext gearbeitet. Also ja, das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt, der jedem Lebenslauf, glaube ich, ganz gut tut. Da die Brücke jetzt zu deiner Frage jetzt gerade. Ja, am Ende, wenn man sportbegeistert ist, wenn ihr Bock habt, in den Handballbereich reinzukommen, ist das, glaube ich, echt eine einmalige Möglichkeit, weil wir halt für 3 Vereine über Scope Connect und eben bei Dormagen für einen sehr ja, einen sehr bekannten Zweitligaverein, der hoffentlich einen Wachstumsweg vor sich hat, dabei sein kann. Man kann extrem viele Kontakte knüpfen, hat man gerade auch schon mal gesagt. Kontakte sind einfach das A und O in der Arbeitswelt. Und ja, man wird über dieses Konstrukt echt extrem viel Erfahrung, auch eigenständige Erfahrung sammeln und extrem gut netzwerken können in die verschiedenen Richtungen, sowohl zu Unternehmen als auch eben in den Sportbereich. Und nicht zuletzt arbeitet man in einem dualen Studiumskonstrukt, den du dir früher selber auch gewünscht hättest. Tatsächlich. Ja. Ein ganz cooles Schlusswort. Und bedanke mich damit recht herzlich bei euch beiden für die wirklich spannenden Insights. Und denke, dass ihr da noch die ein oder andere Werbung bekommt, weil ich persönlich finde es unglaublich spannend, was ihr da anbietet. Und eine tolle Vielfalt, glaube, für die persönliche Karriere und für das
persönliche Wachstum kann das eine sehr, sehr tolle Chance sein. Und drücke euch die Daumen für euren Wachstumsweg und natürlich aber auch für gute Bewerbung. Super. Vielen lieben Dank euch beiden. Danke auch von mir. Super, dann Bis dann. gute Wetter und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.